Ja, zunächst braucht es sicher eine stärkere Zusammenarbeit mit konventionierten privaten Anbietern, damit die öffentlichen Strukturen deutlich entlastet werden. Und in diesem Zusammenhang wäre auch die indirekte Rückvergütung zu überarbeiten. Des Weiteren können wir uns vorstellen, dass die landesweite Vormerkstelle KUB in Bezirken gegliedert wird, dass Patienten im eigenen Gesundheitsbezirk bei Visiten Vorrang haben und diese Stelle wäre auch mit entsprechendem Personal zu bestücken. Dann natürlich die wohnortnahe Gesundheitsversorgung. Es darf nicht sein, dass unsere Spitäler in der Peripherie einem blinden Spar- bzw. Zentralisierungswahn geopfert werden. Und bitte lassen Sie mich ein Viertes sagen, es braucht endlich wieder einen Landesrat, der sich nur und ausschließlich um die Belange der Sanität kümmert.